Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Rift. Ja, die letzte Aufnahme ist ein paar Wochen her. Ja, Kurzfassung, private Probleme. Ja, ich habe hier leider auch gerade Aufnahmeprobleme, ehrlich gesagt, weil die Latenz schon wieder ein bisschen am Rumzicken ist. Aber morgen habe ich definitiv gar keine Zeit zum Aufnehmen und dann ist wieder Samstag. Samstag würde ich gerne ein bisschen Freizeit haben wollen. Ja, und dann ist wieder Sonntag, Leute, ne? Also, ja, es ist kompliziert. Zeit ist Mangelware, ne? Wir wollen also ohne große Umschweife gleich wieder starten und wenn sich die Zeit ergibt, dann werde ich ein bisschen schnacken. Ja, der Pelagische Orden trifft uns gegenüber ein wenig aggressiv auf. Aggro, wenn man so will. Es ist nicht so, als könnte ich dennoch das vorwerfen. Als könnte ich denen das vorwerfen. Sie alle sind unsterbliche Träume. Also erinnern Sie sich daran, wie unsere Vorfahren in dieser Dimension die erste Kolonie aufgebaut haben. Wisst ihr, wir sind eingeschlafen und dann sind unsere Träume zum Leben erwacht. Manche dieser Träume waren Albträume, welche die Kolonie niedermetzelten und den Ozean verderbten. Doch das war vor Jahren. Nun haben wir das vollkommen unter Kontrolle. Kommandant Sato möchte, dass ihr den Bewohnern von Gar bei den schwierigen Aufgaben des Schlafens hilft. Na, supi. Ja, Soundeinstellungen muss ich auch mal gucken, ob das passt. Ich habe jetzt ein paar Sounds ausgemacht, weil mir das eben einfach viel zu laut war. Das heißt, eventuell ist der Sound heute ein bisschen zu leise. Ich hoffe nur nicht zu laut. Und ich habe jetzt einfach mal heute ein bisschen die Sound-Audiobalken im Blick und versuche das so ein bisschen vielleicht zu pegeln, wenn es möglich ist. Die Träume der Sterblichen manifestierten sich hier auf der Ebene des Wassers. Das ist kein Problem, wenn man in einer anderen Dimension schläft. Doch wenn man genau hier ist, kann das sehr wohl ein Problem sein. Hier im Schlafzentrum fokussieren wir die Träume der Schlafenden auf ganz normale Vorräte, die wir benötigen. Doch die Warteschlangen vor den barometrischen Kammern sind recht lang, weshalb wir nie so viel Schlaf kriegen, wie wir brauchen. Eine ordentliche Dosis Chloracepam weckt einen jedoch sofort auf und sorgt dafür, dass man nicht etwas Schreckliches träumt, das uns alle umbringt. Sammelt erträumte Vorräte auf. Das sind die hier? Oder nicht? Das ist eine exotische Form von Materie, welche. Ja, schön. So schnell kann ich hier leider nicht lesen. Ihr könnt es nicht wirklich herausnehmen, also haben wir ihm einen ulkigen Namen gegeben. Ich bin verwirrt. Was muss ich jetzt tun? Ja. Okay. Also habe ich das richtig gemacht. Ja, da das hier relativ schnell und zackig abläuft, könnt ihr, wie immer, wenn ihr möchtet, pausieren und euch das durchlesen, was die gute Dame hier von sich gibt. Und ich werde nur meinen Job tun und diesen komischen Apparat anklicken, sobald er wieder ready ist. Ja, ich wurde Ende Oktober unerwarteterweise von meinem Job entlassen und hatte dann ein bisschen Probleme, mich wieder auf die Spur zu bringen. Und selbstredend war ich natürlich dann auch, als es dann wieder so weit ging, damit beschäftigt, Arbeit zu kriegen. Was Gott sei Dank, da bin ich sehr, 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 sehr glücklich drüber, auch tadellos funktioniert hat. Ich habe im Anschluss direkt wieder Arbeit bekommen. Also bin jetzt seit Anfang Dezember in einer neuen Firma und bin dort wieder in der Vollzeitstelle tätig und unsere Latenz ist megamäßig beschissen. Ich liebe dieses Spiel manchmal echt oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit der Latenz wieder los ist. Ja, und jetzt seht ihr schon, jetzt ist sie wieder grün. Da müssen wir heute irgendwie mitarbeiten.
Wir haben ja schon festgestellt, dass das Rift manchmal so ein bisschen Schluckauf hat. Und ich leider nicht rausfinden konnte bislang, woran es liegt. Aber ja. I don't know. Aber mir fällt gerade was anderes auf. Die Bildfrequenz ist bei 90 Frames, obwohl ich nur einen Monitor habe, der maximal 60 Frames anzeigen kann. Das habe ich nämlich gelernt in den letzten Wochen. Deswegen ich jetzt mal kurz in die Grafikeinstellung mit euch zusammengehe und eine vertikale Synchronisation anmache. Die sorgt nämlich dafür, dass die FPS-Rate sich mit dem Monitor synchronisiert. Es bringt einfach gar nichts, seine FPS nach oben zu schrauben, weil der Monitor halt nicht mehr anzeigen kann, wenn man nur einen 60 FPS-Monitor hat. Und jetzt ist er auch safe auf 60 und ja, mal gucken. Es wird nicht deswegen die Latenz besser werden, glaube ich eher nicht. Aber für euch dürfte sich jetzt nichts verändert haben. So. Entlarvt und zerstört den Albtraum. Das soll ich wahrscheinlich hier machen. Ah ja, ich verstehe. Die können einem schon so ein bisschen leid tun, ne? Ja, bezüglich der alten Arbeitsstätte muss man einfach sagen, im Nachhinein betrachtet, also kann man da mal ein bisschen besser drauf gucken, muss man einfach sagen, es war wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Eventuell stand es schon lange im Raum und es war aber doch irgendwie unerwartet. Also es gab vorher keine Personalgespräche irgendeiner Form, sondern es ist einfach passiert. Von einem auf den anderen Moment, muss man bald schon sagen, weil er hat wirklich gar keine Anzeichen dafür gegeben. Und ich persönlich finde die Art und Weise natürlich auch nicht so geil. Wir hatten ja eine neue Skill und ich erinnere mich. Oh mein Gott. Da muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das kann nur gut werden. Besonders wenn man hier Lex hat, ist das bestimmt super. Ja, und jetzt haben wir gerade wieder einen. Es ist richtig, richtig furchtbar. Ich würde ja den Entwicklern sagen, hey, updatet mal euer Spiel, aber ich glaube, da können wir bis zum nächsten Himalaya warten. Ich habe vor kurzem auch wieder ein paar neue Kommentare zum Spiel bekommen. In der klugen Annahme, dass dieses Let's Play, also diese Folge, nicht zeitnah gesehen wird. Kann ich dazu nur sagen, freut mich, dass nach wie vor sich noch Leute finden, die das Let's Play schauen wollen. Und ja, meine Meinung zum Spiel hat sich nicht großartig verändert. Fakt ist, es kotzt mich tierisch an, dass das Spiel nicht gewartet wird, so wie es aussieht. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier gab es was zu essen. Oh, ich bin ein bisschen raus aus dem Spiel, ich muss es ehrlich zugeben. So. Ich wollte auch gerade meinen Eber rufen, obwohl ich. Ja, ihr wisst es noch vielleicht, wenn ihr die letzte Folge zeitnah gesehen habt, wisst ihr es, ich nicht. Bei mir sind das 4 Wochen. Ich habe mich währenddessen auch nicht eingeloggt. Wie gesagt, ich hatte wirklich mit mir selber zu tun. Würde sagen, viele Leute, nicht alle, gibt Menschen, die verkraften sowas ganz easy, aber ich denke mal, viele Leute, die schon mal eine Kündigung erhalten haben, ohne davor gewarnt zu werden oder damit zu rechnen, die werden auch in der Situation gewesen sein, dass sie so ein bisschen erstmal mit sich selbst zu tun hatten. Und das hatte ich definitiv. Also ich war wirklich.
Die erste Woche danach ging gar nichts. Und in der zweiten war es dann langsam besser. Da war es dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, Bewerbungsbilder schießen nach 4 Jahren und irgendwie wieder auf die Spur kommen, dass du jetzt in dem Moment bist, wo du bist und ja, das akzeptieren. Ja, es war alles nicht ganz so einfach. Aber ich habe das ziemlich gut gemeistert, muss ich sagen. Nun seht ihr einige der Herausforderungen, mit denen wir es hier auf der Ebene zu tun haben. Eine Möglichkeit zum Atmen zu finden war der leichte Teil. Es waren die Gefahren des Schlafes, an die wir nie gedacht hatten, und die Gefahren des Nichtschlafens. Ja, geschlafen habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel, bevor ich wieder arbeiten gegangen bin. Und ich muss auch sagen, habe ich sehr genossen. Jetzt gerade aktuell bin ich zum Beispiel auch eigentlich schon wieder am Punkt, wo ich sage, ich hätte jetzt Bock auf ein Nickerchen, Schrägstrich, auf ins Bett gehen. Aber ich will diese Aufnahmen machen. Morgen ist nämlich, man kann es kaum glauben, Firmenweihnachtsfeier. Und ich werde wahrscheinlich vor 24 Uhr nicht zu Hause sein. Ich verlasse also das Haus um 6 Uhr, nee, um 7 Uhr ungefähr, 7:15 Uhr. Und bin dann ganz kurz zu Hause, um mich umzuziehen, und dann geht's gleich weiter. Es wird euch vielleicht auffallen, dass es hier ein wenig chaotisch aussieht. Das liegt daran, dass wir ursprünglich in den unteren Ruinen gelebt haben. Das war besser für die Gezeiten-Sammelmaschinen. Und wir konnten so einigen der größten Raubtiere hier aus dem Weg gehen. Doch als das Wasser zurückging, dachten wir, dass wir all die Luft zu unserem Vorteil nutzen sollten. Doch wir haben in den jetzt von Haien wimmelten Wassern eine Menge Ausrüstung zurückgelassen. Auch unser Überwachungsnetz, das, da bin ich mir si ziemlich sicher, die Invasion aufgezeichnet hat. Okay, wir sollen also 4 Netzstationen sammeln und Forschungsverstecke und all so ein Zeug. Okay. Das ist dort drüben. Das sollten wir hinkriegen. Ich muss mir jetzt noch mal kurz die Fähigkeiten hier durchlesen. Also das ist eine Angriffsfähigkeit, das auch. Greift einen Feind an und fügt ihm Schaden zu, macht ihn bewegungsunfähig. Okay, das hier waren die Abbaumechanismen, sage ich mal. Wobei, verursacht Schaden, muss verwendet werden, nachdem der Schurke abgewehrt hat. Okay, stimmt, Revanche ist diese Fähigkeit, die hier aufploppt. Dann haben wir den beherzten Schlag, verursacht pro Kombopunkt zusätzlichen Schaden, erhöht über einen Zeitraum, der auf Kombopunkte basiert, die Chance auf kritischen Treffer um 5. Bedeutet das Ding auf 5 ballern. Dann haben wir den tödlichen Schlag, verursacht Lebensschaden pro eingesetzten Kombopunkt. Ach so, das ist die legendäre Version. Halt. Zusätzlichen Schaden. Okay. So, und das habe ich richtig in Erinnerung. Das heilt uns um 1800 jedes Mal, wenn wir es einsetzen. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber es ist besser als gar keine Heilung. Und ja. Wie sieht denn das mit unseren Buffs aus? So wie es aussieht, haben wir nur noch gewappnet, haben wir 1 Minute, und Ebenenbelastbarkeit haben wir auch nur noch 1 Minute. Das erneuern wir mal. Gewappnet. Welche Fähigkeit ist das dann? Die hier. Okay. Gut. Dann haben wir hier immer Klingenstoß. Warum auch immer das immer wieder aktiv ist, aber gut. Und dann haben wir dort oben noch eine Quest. Mal schauen, was das für eine ist. Sammelt Sternantriebe, um Daten zum Hauptnetzwerkkonsole in Garstation zu transferieren. Ja, wir nehmen die mal an. Vielleicht. Ach, guck an, das ist ja total easy. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir sehr, sehr wenig EP pro Woche generieren. What the fuck? Wie sehe ich denn jetzt aus? Was geht denn hier ab? Muss ich die jetzt alle rumtragen oder wie?
Und wo muss ich die hintragen? Muss ich die hintragen? Nee, Erinnerungsritter hatten wir schon, oder? Ihr habt etwas auf eurem Gesicht. Ja, das habe ich festgestellt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach so, dass wir wirklich sehr, sehr wenig EP generieren pro Woche. Und ich mich vielleicht doch mal wieder auf die auf die Nebenquests mit fixieren sollte. Damit wir auch mal wieder ein paar Level-Ups bekommen, ne? Also, ich glaube, das habe ich in den letzten Monaten etwas vernachlässigt. War vielleicht nicht ganz richtig, nur die Nebenquests nicht mitzumachen. Sollte ich vielleicht mitmachen, aber ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie gesagt, es ist dann demnächst auch für alle, die neu vielleicht beim Zuschauen dabei sind. Allen anderen, die wissen das schon, aber ich mache da immer gerne Erinnerungen draus. Über Weihnachten werde ich eine Family-Pause machen. Da bin ich nämlich nicht im Lande, sage ich mal. Da bin ich bei meiner Family zu Besuch und da ich nicht wirklich in der Lage bin, großartig Probeproduktionen zu leisten, ist es halt so, dass ich... Sehr schön, das kann ich vom Kopf runternehmen, das ist gut. Ja, dass ich einfach in der Zeit eine Pause einlege und ich mir denke, es sind genug Folgen inzwischen vorhanden, dass man sich das vielleicht nochmal anschaut oder auch nicht. Wie gesagt, es ist ja nicht gleich ein Grund, den Deabonnier-Button zu drücken, nur weil ich mal eine Pause einlege. Und ja, ich weiß, ich habe erst 4 Wochen Pause gemacht, das hatte aber andere Gründe, private Dinge können immer passieren. Ich sag mal salopp, wenn ich im Krankenhaus bin, kann ich auch schlecht aufnehmen. Klar, solche Sachen sollte man jetzt nicht annehmen, aber in der Richtung denke ich irgendwie, weil ich denke mir immer so, da ist auch eine menschliche Person hinter diesen Let's Plays und ich finde, als Zuschauer sollte man das respektieren können und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich diese Erklärung gar nicht abgeben muss, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass ich hier in dem Community-Bereich eigentlich hauptsächlich Zuschauer habe, die ähnlich denken wie ich, weil sonst wärt ihr nicht hier. Ganz einfach. So, sammelt Abriebe von Glyphen in den Ruinen. So, da lesen wir nur die Zusammenfassung bei den Nebenquests, weil das so ist. Dann haben wir hier noch die Ruinenbewohner besiegen. Okay. Gibt es hier was zu sammeln? Nö. Wie es aussieht, ich bilde mir ein, hat sich das jetzt... Wieso ist die Leistung jetzt grau? Egal. Aber ich bilde mir ein, das hat sich jetzt irgendwie verbessert. So. Es ist gerade sehr komisch mit dem Sound. Da gebe ich euch absolut recht. Also der ist definitiv nicht ganz korrekt, so wie er sein soll. Der ist sehr, sehr creepy. Als wenn er nicht richtig überträgt oder so. Ist ja merkwürdig. So, was habe ich jetzt für einen Buff gehabt? Egal. Und dann scheint es hier noch eine Quest zu geben. Die ist aber oben angeblich. Ach ja, wahrscheinlich auf dem Festland. Ja, was ich immer noch nicht ganz verstehe, woher der Charlie Kraft nimmt, so hoch zu springen und dann es nicht auf die Kette zu kriegen, nach vorne zu springen. Das ist total dämlich. Also irgendwie muss ich das nicht nachvollziehen, oder? Ich würde hier gerne rauf. Ist das irgendwie möglich? Scheinbar nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Da ist zumindest der Questgeber. Sollen wir nur noch einen Weg finden, auf diese beschissene Plattform rauszukommen? Jetzt hat's geklappt. Wunderbar.
Bei dem befindet sich auch gleich ein Artefakt, was so förmlich nach uns schreit. Mal sehen, was es für eins ist. Eins, was wir noch nicht haben. Okay. Sammelt Artefakte in den Ruinen. Na, das sollten wir doch hinkriegen. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wann ich was nehme, aber ich werde mich mal auf die 1 fixieren. Und ich sollte tödlichen Schlag dann nehmen, wenn ich den Dings dran habe. So sieht das besser aus. Ja, ich muss mich noch ein bisschen wieder an die Skillung hier gewöhnen. Ach so, für die neuen Zuschauer, die eventuell in den letzten Wochen dazugekommen sind, anbei meine Skillung. Haha. Das könnt ihr jetzt schön pausieren und dann könnt ihr euch das später wieder angucken. Ich, ganz ehrlich, ich habe schon wieder vergessen, wo wir die her haben. Ich habe auf jeden Fall mit dem guten Seelenschurke da mich, wie sagt man? Kurzgeschlossen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ja. Es ist ganz leise im Hintergrund, die Musik. Da muss ich definitiv gleich nochmal was dran ändern, weil das höre ja ich kaum. Das heißt, ihr hört es wahrscheinlich gar nicht. Zu laut soll sie auch nicht sein, aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. So, Einstellungen. Oberfläche, Audio. So, wir haben jetzt auf 12. Wir stellen mal auf 20. 21 halt. Das klingt schon etwas fröhlicher. Aber mein Problem ist halt, ich bilde mir ein, dass der andere Kram dann auch gleich lauter wird. So, 5 Punkte aufbauen für eine Heilung. Sehr schön. Hallo? Danke. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Heilung so gar nichts bringt in unserem Lebensbalken. Also da tut sich fast gar nichts. Ich weiß auch nicht. Self-Heal ist irgendwie beim Schurken Mangelware. Was haben wir hier? Okay. Ja, ich merke nach wie vor, dass das Spiel immer noch mit den Lecks zu tun hat. Also ganz in Ordnung ist das immer noch nicht. Man sieht jetzt auch wieder den gelben Balken. Tja, ja. So, hier muss ich wahrscheinlich nichts. Doch, hier muss ich was machen. Muss ich mit denen quatschen?
Machen dezent Schaden hier. Und die Lecks machen es nicht besser, Leute. Mega nervig, kann ich da nur sagen. So. Da ich unter Wasser nicht drecken kann, muss ich mich jetzt mal kurz an Land begeben. In der Hoffnung, dass ich hier jetzt nichts pulle. Fast aus wie ein Albtraumriss da hinten. Aber das, nee, das ist ein Wasserriss, okay. Albtraumriss ist hinten das 9 plus Ultra Drift. Nur so als Info. Die sind insane! Sag ich euch. Meine persönlichen Favoriten. Alter, diese Lex, Leute. Ich werde die Folge gleich beenden müssen. Das ist nicht mehr spielbar gerade. Mann, 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 ey. Gamigo, mach es besser. Es geht mir auf den Sack. Du musst dich mal vorstellen, ich habe 4 Wochen das Spiel nicht einmal angerührt. Und sobald ich ins Spiel einlogge, habe ich erstmal Lecks. Ich würde sagen... Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, das ist ein Zeichen. Aber bevor ich hier noch irgendwas Falsches ausdrücke, werde ich an dieser Stelle für heute Schluss machen. Knappe halbe Stunde ist es geworden. Ich bin wirklich echt kaputt heute. Eigentlich bin ich nicht mehr in Aufnahmestimmung. Aber ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen begnügsam. Ich habe keine Ahnung. Unterhaltsam. I don't know. Ja, nächste Woche geht's weiter hier. Hoffentlich ein bisschen frischer. Ich muss da erstmal mal wieder ein bisschen meinen Rhythmus finden. Dadurch, dass ich jetzt wieder 40 Stunden arbeiten gehe, ist das wieder ein bisschen ungewohnt für mich. Muss man ehrlich gesagt gestehen. Und ja, ich gebe mir Mühe, ihr wisst es. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.